Was sind Vorteile von Prozeduren? Programme lassen sich mit Hilfe von Prozeduren wesentlich übersichtlicher gestalten, weil Teilprobleme oder die Lösung von Teilproblemen ausgelagert werden kann in eben neue Prozeduren. Das ist hier auch angesprochen. Teilprobleme lassen sich separat durch Prozeduren lösen. Man spart auch Platz ein, wenn beispielsweise sehr, sehr oft der Hamster sich rechts umdrehen muss, braucht man nicht immer links um schreiben, sondern nur rechts um. Und der Befehl rechts um wird dann in einer entsprechenden Prozedur rechts um definiert. Einfachere Fehlerbeseitigung. Wenn ein Fehler in einer Prozedur auftritt, muss ich ihn nur dort beseitigen. Wenn ich aber anstelle, dass ich eine Prozedur definiert hätte, den entsprechenden Code des Prozedurrumpfes mehrmals in meinem Programm platziert hätte und dann feststellen würde, in diesem Code befinden sich Fehler, müsste ich die Befehle an all diesen Stellen beseitigen. Ich spare also entsprechend Zeit und ich vermeide dadurch bestimmte Fehler, indem ich entsprechend Prozeduren definiere. Und wenn Fehler auftauchen oder wenn da irgendwelche anderen Dinge passieren, muss ich nur an der einen Stelle innerhalb des Prozedurrumpfes diese Fehler beseitigen. Was mit Prozeduren noch verbunden ist, ist Flexibilität, die hinzukommt, wenn wir uns mit sogenannten Parametern beschäftigen von Prozeduren. Dazu aber in einer späteren Unterrichtseinheit mehr. Und die Wiederverwendbarkeit von Prozeduren. Das ist ein wichtiges Konzept, insbesondere im Bereich der objektorientierten Programmierung, wo man Prozeduren definieren und diese anderen Programmierern zum Nutzen zur Verfügung stellen kann.